Sie hören den Artikel Museumsinsel (Berlin), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Museumsinsel Berlin. Die Museumsinsel ist die nördliche Spitze der Spreeinsel in der historischen Mitte von Berlin. Sie ist die Keimzelle der Berliner Museumslandschaft und mit ihren Museen heute ein vielbesuchter touristischer Anlaufpunkt und einer der wichtigsten Museumskomplexe der Welt. Seit 1999 gehört die Museumsinsel als weltweit einzigartiges kulturelles und bauliches Ensemble zum UNESCO-Welterbe. Geschichte. Der nördliche Teil der Spreeinsel war im Mittelalter eine sumpfige Flussaue. Daraus ergaben sich Besonderheiten des Baugrundes, Kulke. Während auf dem südlichen, etwas höher gelegenen Teil der Insel im 13. Jahrhundert die Stadt Köln entstand, wurde der nördliche Teil erst viel später als zum Berliner Schloss gehörender Garten genutzt. Im 17. Jahrhundert wurde der linke Spreearm kanalisiert. Es entstand der heutige Kupfergraben, der den nördlichen Teil der Insel entwässerte. Zwischen Spree und Kupfergraben entstand der Kölnische Werder, auf dem nach Mitte des 17. Jahrhunderts eine Lustgartenanlage entstanden war. Das Gelände war im Laufe seiner Geschichte verschiedenen Nutzungen unterworfen. Während der Zeit des großen Kurfürsten und seines Sohnes Friedrich I. diente es als Standort für den sogenannten Pomeranzenhof, eine Orangerie für Südfrüchte, Palmen und exotische Pflanzen, der zum Betrieb des Lustgartens unerlässlich war, da die kostbaren Schmuckbäume für den Lustgarten dort im Winter verwahrt werden mussten. Unter dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. rückte die wirtschaftliche Nutzung des Geländes in den Vordergrund. 1748 wurde als einer der letzten Reste des Lustgartens das Orangeriehaus zu einem Packhof umgewandelt, in dem gewerbliche Güter und Waren gelagert wurden. Am Kai wurde ein hölzerner Drehkran installiert, um Güter aus den Schiffen auf den Kai zu heben. 1776 wurde neben der Krananlage zusätzlich ein Mehllagerhaus errichtet. Ein Salzmagazin folgte. Diese starke gewerbliche Ausrichtung des gesamten Geländes wich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts nach und nach einer Nutzung als Standort für Museumsbauten. 1797 griff König Friedrich Wilhelm II. Den Vorschlag des Archäologen und Kunstprofessors Alois Hirt auf, ein Museum für die Ausstellung antiker und neuzeitlicher Kunstschätze zu errichten. 1810 wurde in einer Kabinettsorder von König Friedrich Wilhelm III. Bestimmt, eine öffentliche, gut gewählte Kunstsammlung anzulegen. Mit dieser Order bediente er auch die immer lauter werdenden Rufe des Bildungsbürgertums nach öffentlich zugänglichen Kunstsammlungen. Karl Friedrich Schinkel legte 1822 die Pläne für den Neubau vor, die eine umfassende Neuordnung der nördlichen Spreeinsel zur Folge hatten. Schinkels Bebauungsplan sah neben dem Museumsbau die Anlage mehrerer Brücken und die Begradigung des Kupfergrabens vor. Wilhelm von Humboldt übernahm die Leitung der Kommission zur Errichtung des Museums. Als erster Bau auf der Museumsinsel entstand 1830 das Alte Museum, das zugleich auch Preußens erstes öffentliches Museum wurde. Im Jahr 1859 wurde das Königlich Preußische Museum, heute Neues Museum, eröffnet. 1876 folgte die Nationalgalerie, heute Alte Nationalgalerie. 1904 das Kaiser-Friedrich-Museum, heute Bode-Museum.
1956 umbenannt nach dem deutschen Kunsthistoriker und langjährigen Generaldirektor der Museen Wilhelm von Bode. An der Spitze der Insel, schließlich 1930, das erst seit 1958 insgesamt so bezeichnete Pergamonmuseum, in dessen Nordflügel das Deutsche Museum, im Ostflügel die Antikensammlung mit dem Pergamonaltar und in dessen Südflügel das heutige Vorderasiatisches Museum und das heutige Museum für islamische Kunst eingerichtet wurden. Ein geplanter Flügel am Kupfergraben für das heutige Ägyptische Museum kam nicht zur Ausführung. Erst gegen Ende der 1870er Jahre setzte sich der Name Museumsinsel für das Areal allgemein durch und demonstrierte damit auch den preußischen Anspruch, Museen zu errichten, die mit den Vorbildern in Paris und London vergleichbar waren. 1880 wurde auf einer Konferenz der Museumsdirektoren beschlossen, zukünftig auf der Museumsinsel nur die hohe Kunst zu beherbergen, die sich zu dieser Zeit ausschließlich auf Kunst aus Europa und dem Nahen Osten beschränkte. Verschiedene Erweiterungsprojekte sollten den ständig unter Raumnot leidenden Sammlungen zusätzliche Ausstellungsfläche verschaffen. Bereits Alfred Messel plante für sein Pergamonmuseum einen südlichen Flügelanbau, der die ägyptische Sammlung aufnehmen sollte. Die zahlreichen technischen wie finanziellen Schwierigkeiten beim Bau des Museums verhinderten die Ausführung. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden im Zuge der Neugestaltungspläne von Albert Speer auch an der Museumsinsel monumentale Neubauten geplant. Der Architekt Wilhelm Kreis entwarf 4 zusätzliche riesige Museumsbauten. Am nördlichen Spreeufer gegenüber dem Bode-Museum sollten ein germanisches Museum, ein Museum des 19. Jahrhunderts und ein Museum der ägyptischen und vorderasiatischen Kunst entstehen, das in einer späteren Planungsphase ein reines ägyptisches Museum werden sollte und als der größte der 3 Bauten bis zu 75.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gehabt hätte. Der Erweiterung auf dem Gelände zwischen Friedrichstraße, Oranienburger Straße und Monbijouplatz hätte selbst Schloss Monbijou weichen müssen. Entlang des Kupfergrabens plante Kreis als Erweiterung der militärhistorischen Sammlungen des Zeughauses ein Weltkriegsmuseum. Als Pendant zu den Museumsneubauten am nördlichen Spreeufer entwarf der Reichsarchitekt der Hitlerjugend, Hans Lustmann, am südlichen Spreeufer ein neues Völkerkundemuseum, das sich zwischen Stadtbahn und Spree bis zur Friedrichstraße erstrecken sollte. Die Ausführung aller Pläne verhinderte der Krieg. Die Museen auf der Museumsinsel wurden im Zweiten Weltkrieg zu über 70% zerstört. Der sukzessive Wiederaufbau der jetzt in Ost-Berlin liegenden Museumsinsel ab 1950 bezog das am schwersten beschädigte Neue Museum zunächst nicht mit ein. Die als Schandfleck bezeichnete Ruine des neuen Museums sollte zeitweilig sogar abgerissen werden, was mangels geeignetem Ausweichquartier für die Zwischennutzung nicht geschah. Erst 1987 entschied man sich dazu, die aufwendigen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen zu beginnen. Eine Gesamtinstandsetzung der Museumsinsel war vor 1990 geplant, konnte allerdings aufgrund der enormen Kosten nicht begonnen werden. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands begannen Ende der 1990er Jahre umfassende Sanierungen der Museumsinsel. 1999 beschloss der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Masterplan Museumsinsel. Dieser sieht die Sanierung des Gebäudebestandes vor, die bauliche Zusammenfassung zu einem Museumsensemble und die Neuordnung der für 1990 geteilten Sammlungen. Der heutige Aufbau der Museumsinsel.
Die nördliche Spitze der Museumsinsel wird von der Monbijoubrücke gequert, die die Insel mit beiden Ufern der Spree verbindet. Die beiden Brücken sind für den öffentlichen Fahrzeugverkehr gesperrt und bilden den Eingang zum Bode-Museum, einen dreieckigen Neobarockbau, der mit seiner großen Kuppel den Norden der Museumsinsel beherrscht. Südlich des Bode-Museums queren die Gleise der Berliner Stadtbahn die Insel und trennen gleichzeitig das Bode-Museum vom sich südlich anschließenden Pergamon-Museum. Dieser neueste Bau der Museumsinsel ist gleichzeitig das Berliner Museum mit den meisten Besuchern und auch international berühmt für mehrere antike Monumentalbauten wie den namensgebenden Pergamonaltar. Den Eingangsbereich bildet ein von den drei Flügeln des Baus begrenzter Platz, der über eine Fußgängerbrücke von der Straße am Kupfergraben aus erreichbar ist. Südlich des Pergamonmuseums schließen sich im Westen das Neue Museum, das nach dem Zweiten Weltkrieg lange Ruine blieb und im Oktober 2009 nach 70 Jahren neu eröffnet wurde, und im Osten die alte Nationalgalerie in der Form eines erhöhten antiken Tempels mit vorgelagerter Freitreppe an. Über dem Eingang steht ein beherrschendes Reiterstandbild Friedrich Wilhelms IV., von dem die ersten Skizzen für diesen Bau stammen. Vor dem Eingang der alten Nationalgalerie liegt ein an drei Seiten von Säulengängen umschlossenes Freigelände, der sogenannte Kolonnadenhof. In dreijähriger Bauzeit wurden die Kolonnaden instand gesetzt und die Freifläche mit bodennaher Bepflanzung, mit einer erweiterten Brunnenanlage und mit Bronzeskulpturen aus Museumsbeständen neu gestaltet. Am 6. Juni 2010 wurde die Anlage wieder der Öffentlichkeit übergeben. Südlich des neuen Museums und der Nationalgalerie quert die Bodestraße die Insel, die über eine Brücke über den westlichen Spreearm befahrbar ist. Die anschließende Friedrichsbrücke über den östlichen Spreearm ist für den motorisierten Verkehr gesperrt. Südlich dieser Straße liegen im westlichen Teil der Insel das Alte Museum und der Lustgarten und im östlichen Teil der Berliner Dom, zwischen denen die kleine Straße am Lustgarten, die Bodestraße mit der wichtigen Verkehrsachse unter den Linden, Schlossplatz, Karl-Liebknecht-Straße verbindet. Diese große Straße bildet eine deutliche südliche Begrenzung der relativ verkehrsberuhigten Museumsinsel. Nördlich des Berliner Doms findet gegenüber der alten Nationalgalerie im Sommer allabendlich ein besonderes Schauspiel für Ornithologen statt, wenn zehntausende Stare zu ihren Schlafplätzen in den Bäumen des dort befindlichen Kastanienhains fliegen. Die Museen. Die fünf Museen der Museumsinsel gehören alle zum Museumsverbund der staatlichen Museen zu Berlin, die ihrerseits Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sind. Die Museumsinsel gehört neben dem Kulturforum in Tiergarten, der Gegend um das Schloss Charlottenburg und dem Museumszentrum Berlin-Dahlem zu den Museumszentren von Berlin. Die Gebäude der Museumsinsel beherbergen vorwiegend die archäologischen Sammlungen und die Kunst des 19. Jahrhunderts. Nach der Wiedervereinigung begann man mit der Zusammenführung der teilweise in Ost und West getrennten Sammlungen. Im Rahmen des Masterplans Museumsinsel ist eine Neuordnung und gemeinsame Präsentation der Sammlungen aller Museen geplant. Ein neues Eingangsgebäude wird nach der geplanten Eröffnung 2012 als zentraler Eingang für die gesamte Museumsinsel dienen. Es wird zugleich ein Informationszentrum sein und Café, Museumsshop, Restaurants sowie Veranstaltungsräume für Sonderausstellungen beherbergen.
Das Alte Museum zeigt im Hauptgeschoss einen Teil der Antikensammlung mit Skulpturen, Waffen, Goldschmuck und Silberschätzen der griechischen Kunst - und Kulturgeschichte von der Kykladenkultur bis zur römischen Epoche. Im Obergeschoss befand sich von August 2005 bis 2009 das Ägyptische Museum, das bis dahin in Charlottenburg untergebracht war. Seit 2010 wird hier Kunst und Kultur der Etrusker und Römer gezeigt. Das neue Museum wurde bis Mitte 2009 im Rahmen des Masterplans Museumsinsel wieder aufgebaut. Es enthält seit der Wiedereröffnung am 16. Oktober 2009 das Ägyptische Museum Papyrussammlung mit der berühmten Büste der ägyptischen Königin Nofretete und andere Kunstwerke aus der Zeit des Königs Echnaton. Außerdem sind hier die Ausstellungen des Museums für Vor- und Frühgeschichte mit Funden aus der Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit, aus Troja mit Kopien des Schliemanngoldes, aus Zypern, der Völkerwanderung und im frühen Mittelalter und späteren Epochen zu sehen. In den drei Flügeln des Pergamonmuseums sind Architekturaufbauten sowie griechische und römische Skulpturen der Antikensammlung, des Vorderasiatischen Museum mit 6000 Jahren Geschichte, Kunst und Kultur Vorderasiens und das Museum für islamische Kunst mit Kunst der islamischen Völker vom 8. bis ins 19. Jahrhundert untergebracht. Das Pergamonmuseum ist weltweit bekannt geworden durch die imposanten Rekonstruktionen archäologischer Bauensembles wie dem Pergamonaltar, das Markttor von Milet, das Ishtar-Tor samt Prozessionsstraße aus Babylon und die Mschatta-Fassade. Im noch zu bauenden vierten Flügel werden die Monumente des Ägyptischen Museums wie das Kalabscha-Tor und die Säulenhalle des Königs Sahure sowie die Tell-Halaf-Fassade des Vorderasiatischen Museums, die nach Kriegszerstörungen zurzeit in einem Außendepot der staatlichen Museen wieder zusammengesetzt wird, zu sehen sein. Die Sammlung der Alten Nationalgalerie zeigt Skulpturen und Gemälde des 19. Jahrhunderts von Caspar David Friedrich über die französischen Impressionisten bis zu Fresken der in Rom tätigen Nazarener. Das am 17. Oktober 2006 wiedereröffnete Bode-Museum zeigt im Museum für byzantinische Kunst byzantinische Kunstwerke vom 3. bis zum 15. Jahrhundert, in der Skulpturensammlung italienische und deutsche Skulpturen und Plastiken vom frühen Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, im Münzkabinett Münzserien vom Beginn der Münzprägung im 7. Jahrhundert vor Christus in Kleinasien bis zu den Münzen und Medaillen des 21. Jahrhunderts sowie ausgewählte Bestände der Sammlung Alter Meister der Gemäldegalerie. An den jährlich veröffentlichten Besucherzahlen ist der Umzug der Nofretete-Büste vom Alten Museum ins wiedereröffnete Neue Museum deutlich abzulesen. Neues Museum und Pergamonmuseum waren 2010 die beiden meistfrequentierten Museen Berlins. Masterplan Museumsinsel. Der Masterplan Museumsinsel ist das Ergebnis eines 1993 ausgelobten Architekturwettbewerbs, den nach heftigen Kontroversen in der Jury der Italiener Giorgio Grassi gewann. Der von den Museumsdirektoren favorisierte plastische Entwurf des US-amerikanischen Architekten Frank Gehry konnte sich nicht durchsetzen. Nach vielen Überarbeitungen zog sich Grassi 1996 aus der Planung zurück und der Londoner Architekt David Chipperfield erhielt den Auftrag zur Restaurierung des neuen Museums und zur Planung und Errichtung eines neuen gemeinsamen Empfangsgebäudes für die Sammlungen der Museumsinsel am Kupfergraben in Berlin. Der Masterplan Museumsinsel sieht vor, alle Gebäude zu sanieren und die Gebäudetechnik an die Anforderungen moderner Museen anzupassen. Zugleich sollen die einzelnen Museen auch baulich zu einem gemeinsamen Museumskomplex zusammengefasst werden.
Vorbild hierfür sind der Pariser Louvre, die Vatikanischen Museen in Rom, die Eremitage in St. Petersburg und das Britische Museum in London. Auf dem Gebiet des alten Packhofes, direkt südwestlich des neuen Museums, soll hierzu ein gemeinsames Empfangs- und Eingangsgebäude entstehen. Dieses soll als zentraler Ausgangspunkt eines unterirdischen Rundgangs dienen, der archäologischen Promenade, die alle Museen der Museumsinsel außer der alten Nationalgalerie verknüpfen wird. Sie soll Besuchern die Zugänge zu den einzelnen Museen erleichtern, sowie zugleich zusätzlichen Raum für übergreifende Ausstellungen bieten. Alle Gebäude auf der Museumsinsel bleiben aber weiterhin als Einzelgebäude mit eigenem Eingang erhalten. Der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Peter Klaus Schuster, schlug 1999 vor, einen Neubau als Ergänzung für die Sammlungen des Bode-Museums auf dem Gelände der Engelskaserne am Kupfergraben zu errichten, um die enzyklopädische Bandbreite der Berliner Gemälde- und Skulpturensammlungen angemessen zu zeigen. Dieses Projekt wurde von ihm als Masterplan 2 bezeichnet. Aus Platzgründen kann das Bode-Museum nicht alleine das Konzept der geplanten integrierten Aufstellung von Malerei der Gemäldegalerie, Skulpturen und den Nachbarkünsten von der Spätantike bis zur Aufklärung in umfassender Form zeigen. Nach Schuster soll das Bode-Museum alles von der Spätantike bis zu einem großen Renaissance-Ensemble umfassen und die nachfolgende Epoche wird im Neubau ihren Raum finden. Im Falle eines Neubaus am Kupfergraben wird das 1998 eingeweihte Gebäude am Kulturforum, das heute die Sammlung der Gemäldegalerie beherbergt, dann vermutlich der von großer Platznot bedrängten Nationalgalerie dienen, um die bisher noch in ihren Depots gelagerten Gemälde, wie etwa die DDR-Kunst, zu zeigen. Im Jahr 2001 wurde vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann, die Idee Masterplan 3 beigefügt, die seit dem Zweiten Weltkrieg nach Dahlem verlegten Museen für Völkerkunde, ostasiatische und indische Kunst sowie für europäische Kulturen wieder in das Stadtzentrum zurückzubringen, wo sie bis in die 1920er Jahre residierten. Im Rahmen des Neubaus des Berliner Stadtschlosses auf dem der Museumsinsel benachbarten Schlossplatz gibt es jetzt Pläne, hier mit dem Humboldt-Forum und einer Agora als Veranstaltungsraum für repräsentative Gelegenheiten ein kulturelles Zentrum zu schaffen. Dieses soll den Plänen zufolge neben den Sammlungen außereuropäischer Kulturen die Berliner Zentralbibliothek und einen Teil der wissenschaftshistorischen Sammlungen der Humboldt-Universität aufnehmen. Nach Vorstellung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird durch die Durchführung der drei Masterpläne die Museumsinsel zum weltweit größten Universalmuseum für Weltkunst und Weltkultur. Die Finanzierung der neuen Gemäldegalerie und des Wiederaufbaus des Stadtschlosses ist aber noch offen, da ein haushaltswirksamer Beschluss des Bundestages fehlt. Die Kosten für den Wiederaufbau des Stadtschlosses wurden zunächst mit 670 Millionen Euro angegeben. Neben dem Einsatz von Steuergeldern sind für die Finanzierung sowohl eine Mischfinanzierung aus Spenden und der Ausgabe von Schlossaktien als auch eine Teilfinanzierung durch private Investoren im Gespräch. Nach Planungen von 2007 reichen für eine abgespeckte Version 480 Millionen Euro. Auf private Investoren soll dabei vollständig verzichtet werden. Die alte Nationalgalerie wurde nach aufwendiger Sanierung am 2. Dezember 2001 wiedereröffnet. Auch das Bode-Museum wurde bis Ende 2005 vollständig restauriert und am 17. Oktober 2006 offiziell wiedereröffnet. Das sanierte neue Museum folgte dann mit der Wiedereröffnung am 16. Oktober 2009. Das alte Museum wird im laufenden Betrieb bis 2010 komplett saniert.
Das Pergamonmuseum wird seit 2008 abschnittsweise saniert und um einen vierten Flügel in Form eines gläsernen Querriegels am Kupfergraben ergänzt. Das neue Eingangsgebäude wird voraussichtlich 2012 eröffnet. Die Kosten für die bereits abgeschlossenen und noch vorgesehenen Maßnahmen ohne Wiederaufbau des Stadtschlosses wurden ursprünglich auf etwa 1 Milliarde Euro geschätzt. Heute geht man von Kosten in Höhe von insgesamt etwa 1,5 Milliarden Euro aus. Für das Bode-Museum etwa 150 Millionen Euro, das neue Museum etwa 295 Millionen Euro, das alte Museum etwa 74 Millionen Euro und das Pergamonmuseum etwa 523 Millionen Euro. Die Kosten für die Realisierung des Masterplans trägt der Bund. Kritik: Die Umsetzung der ersten Architektenplanung von 2001 diskutiert die Berliner Öffentlichkeit hauptsächlich unter architekturästhetischen Gesichtspunkten. Kritik findet insbesondere der nicht originalgetreue Wiederaufbau des neuen Museums und die Architektursprache des Ergänzungsbaus, neues Eingangsgebäude Masterplan 2 von David Chipperfield. Gegen diese Planungsvariante und für ein Gebäude im historischen Stil machte sich eine Bürgerinitiative stark, die 2007 begann, Unterschriften für ein Volksbegehren zur Verhinderung der Umsetzung des ersten Chipperfield-Entwurfs zu sammeln. Im November 2006 gab der Haushaltsausschuss des Bundestages überraschend und kurzfristig 73 Millionen Euro für den Bau frei, so dass Planungen und Bauten auf der Museumsinsel noch vor 2020 fertiggestellt werden könnten. Am 27. Juni 2007 wurde unter regem Interesse der Berliner Öffentlichkeit der komplett überarbeitete Entwurf des Architekturbüros von David Chipperfield vorgestellt. Den Mittelpunkt dieses Entwurfs bildet die Anlage eines umlaufenden, öffentlich zugänglichen Kolonnadenumgangs und einer nach dem Vorbild der Akropolis gestalteten, überdeckten Stadtloggia auf einem hohen, zum westlichen Spreearm hin gelegenen Sockel. Durch diese Neubauten sollen alle Museen der Berliner Museumsinsel verbunden und von einem zentralen Punkt aus erschlossen werden. Der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Peter Klaus Schuster, brachte dieses Konzept in Verbindung mit dem bereits aus den 1920er Jahren stammenden Begriff der Stadtkrone und mit Bauten von Alfred Messel und Mies van der Rohe. Im Anschluss an die Veröffentlichung des neuen Chipperfield-Entwurfs gab die Bürgerinitiative am 4. Juli 2007 bekannt, die Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren auszusetzen, bis detaillierte Planungen des Architekten vorlegen. Sie regte an, vor Baubeginn ein dreidimensionales Schnurgerüst zu errichten, um die Proportionen im 1:1-Modell zu untersuchen. Sie hörten den Artikel Museumsinsel Berlin, gesprochen am 16. April 2013 von Wolfgang 360. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/museumsinsel in Klammern Berlin. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BY SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.